So, hallo meine lieben Freunde des gepflegten Modellbaus. Da bin ich wieder, der Modellbauhandwerker. Ich grüße euch. Servus. Ich muss noch gerade ein Kabel anschließen und dann kann das hier losgehen. Nach Monaten, jetzt wackelt es mal kurz, so. Nach Monaten geht es jetzt mal weiter. Die alte Schlafmütze ist aus ihrem Tiefschlaf erwacht und kann am Shelby weiterbauen. So ist das manchmal, ne? Ihr kennt das, da bleibt ein Projekt gerne mal liegen und jo, die Motivation fehlt und irgendwie passt es zeitlich nie oder die privaten Umstände ließen es nicht zu, dass man dass man live kommt. Da bin ich jetzt auf jeden Fall wieder. Es geht weiter. Er ist nicht vergessen. Ich habe ihn nicht weitergebaut oder irgendwas. Wir sind noch da, wo wir das letzte Mal waren. Hier ist er noch. Der rote. Ein Manko habe ich gleich zu Anfang vorneweg. Die Motorhaube hat mir nicht so gefallen. Die habe ich noch mal neu gemacht. Und was soll ich sagen? Die neue ist noch schlechter geworden als die, die mir nicht gefallen hatte. Ja. Das können wir natürlich so nicht lassen. Das möchte ich so nicht. Es soll ja schon irgendwie gut aussehen. Deswegen gleich zu Anfang ein bisschen Backofen und Grillreiniger. Mein bester Freund in den letzten Wochen. Ich habe viel entlackt. Jetzt nicht am Mustang, sondern so generell. Da liegt jetzt die Haube drin. Die lassen wir liegen. Nur, dass ihr jetzt auf dem Stand seid. Die wird entlackt. Die machen wir also nochmal neu. Vielleicht mache ich die auch ohne euch. Ihr habt sie ja jetzt schon gesehen. Es waren halt nur zwei, drei Pickelchen drin. Der ein oder andere Lackfehler hat mir nicht gefallen. Habe ich nicht wieder hingekriegt. Der neue Versuch war noch schlechter. Und wie gesagt, das versuche ich noch einmal. Ansonsten soll es jetzt hier am Auto weitergehen. Wir haben den Unterbau ja soweit fertig, beziehungsweise das Chassis, das Fahrwerk. Da fehlen jetzt noch die Bremsscheiben und die Räder. Da haben wir ja gesagt, das kann noch ein bisschen warten. Das ist nicht so das Thema. Wir machen jetzt hier weiter mit Gläserschwärzen, beziehungsweise die Rahmen abkleben und mal gucken, wie weit wir kommen, dass wir vielleicht die Karosserie auch noch abkleben, dass wir das schon mal alles maskiert haben. Ja, ich hätte das ohne euch machen können, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Live-Bauens. Ne? Live-Bauens. Hier ist alles so ein bisschen schon eingestaubt. Guck mal, die Tüte hier total. Naja, es ist, wie es ist. Wir nehmen uns einen Seitenschneider und knipsen uns die Teile erstmal frei vom Gießast. Bei Klarteilen natürlich immer ein bisschen Vorsicht walten lassen, ne? Nicht, dass die unnötig verkratzen. Das will nachher keiner. Das wäre schade drum. Kriegt man alles wieder hin, das ist nicht das Thema. Also wenn die Kratzer nicht zu tief sind, dann kriegt man das wieder hin. Mache ich vielleicht noch mal ein separates Video dazu, wie das funktioniert. Servus Sven. Tut mir leid, ich gucke immer ein bisschen später erst auf die Kommentare, weil ich dafür aufstehen muss, ne? Und wenn man 140 Kilo erstmal aus dem Stuhl heben muss, dann überlegt man sich das, wie oft man das macht. So. Schön erstmal die Angüsse sauber abschneiden. Zack, zack, zack. Und das sind schon mal auf jeden Fall die Scheiben vorne und hinten. Dann haben wir noch die dreieckigen Seitenfenster. Die haben wir auch hier am Start. Eins und noch eins.
Jetzt haben wir hier noch hier sind noch so Seitenblinker, also die Seitenlampen und die Heckleuchten und hier vorne für die Frontscheinwerfer. Die brauchen wir jetzt nicht mitmaskieren, da reicht das, wenn wir später den Rahmen schwärzen, beziehungsweise das Außenrum. Aber hier müssen wir ja wirklich ein Stück weit lackieren und maskieren und deswegen brauchen wir die Teile erstmal separat. So, eine kleine Feile. Hallo Henning, ein Tutorial über Klarsichtteile polieren. Ja, könnte ich mal probieren, das hinzukriegen irgendwie. Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Aber das schreckt mich ja erstmal nicht ab, ne? Ihr kennt das. Ich bin ja da auch gewillt dazu zu lernen und probiere mich gerne aus und versuche das dann immer irgendwie so hinzukriegen, dass es vorzeigbar ist und dass ich euch dann auch irgendwie erklären kann, wie das dann funktioniert, wenn es denn funktioniert. So, wir machen erstmal gar kein großen Geschiss hier. Einfach nur mal die Angüsse sauber verschleifen. Passprobe machen wir dann gleich im Anschluss. Aber eben bevor wir lackieren. Wer es nicht kennt, mein Zollstock hier mit 600er Schleifpapier, doppelseitiges Klebeband, Schleifpapier draufgeklebt, fertig. Ja. Hält schon relativ lange. Ich müsste es jetzt langsam mal erneuern, aber es erfüllt noch seinen Zweck. Vorteil ist halt, dass ich wirklich eine harte Schleiflatte habe. Klingt ein bisschen komisch. Ja. Aber es verformt sich nicht, ich kriege wirklich einen geraden Schliff damit hin. So, 1, 2, 3, 4. Man sieht sie kaum. Und dann machen wir uns ans Einpassen. Also mal gucken, ob die überhaupt da reinpassen, nachdem wir so viel Lack aufgetragen haben. Mal gucken, wie rum die hier gehören. Zack, da fällt es schon runter. Der Lack auf dem Fahrzeug macht natürlich die Aussparung für das Fenster kleiner, aber das Seitenfenster auf der Beifahrerseite hinten passt wunderbar da rein. Auch die Fahrerseite passt. Also echt verwunderlich. Trotz dass wir relativ viel Lack aufgetragen haben, gibt es hier überhaupt gar keine Passprobleme. Das gefällt mir gut. So, und die muss ja jetzt hier so ein bisschen unter die Scheinwerfer drunter. Zack. Passt aber auch 1A. Gut, Trockenpassung abgeschlossen. Ne? Dann können wir ja jetzt losmaskieren. Ich bin selbst mal gespannt, wie wir das hier hinkriegen, ob dieser Rahmen erhaben genug ist. Ich weiß nicht, sieht man das? Wir haben also außenrum ums Fenster so einen leicht matten Rahmen, der mit einer Kante abschließt und diese Kante möchte ich gern nutzen, um die Maskierung dort schneiden zu können.
So, erstmal einmal hier mein breites Abklebeband. Das ist im Übrigen nichts anderes als Tesa für innen. Das ist das gleiche, das ist nur ein bisschen schmaler. Das hat 25 mm und das, ich weiß nicht, 40 oder so. Ist meiner Meinung nach ziemlich gleich mit dem Tamiya-Band, vielleicht sogar noch ein bisschen dünner. Aber es hinterlässt eben keine Spuren. Es klebt nicht zu fest. Und es ist eben nicht so wie normales Malerkrepp, dass da dass es so Wellen bildet. Ja, das habe ich mir gedacht, hier die Fuge ist doch sehr, sehr klein. Ich glaube, die reicht mir nicht, um da mit dem Skalpell entlang zu gehen. Dann versuchen wir das mal mit einem weichen Bleistift. Weich. Ja, damit kriegen wir die schon deutlich sichtbarer. Und dann schneiden wir die auf Sicht und nicht auf Gefühl. Also mit dem weichen Bleistift mache ich jetzt eigentlich nichts anderes als über diese Kante drüber gehen. Und diese Kante wird dann eben etwas dunkler, beziehungsweise man sieht sie deutlicher. Und dieses deutlichere Sehen nutze ich dann, um mit dem Skalpell da entlang zu schneiden. So, Skalpell. Natürlich, wenn wir so Sachen gerade auf Klarteilen schneiden, nehme ich mir lieber eine neue Klinge dafür. Soll ja an den Klingen nicht hängen, ne? Tatsächlich führt diese Fuge trotzdem das Skalpell ein wenig. So dass wir hier wohl ein ganz vernünftiges Ergebnis hinkriegen sollten. So, einmal rum und jetzt gucken wir mal hier,
wie es geworden ist. Ja, nicht perfekt. Wir haben hier also so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen weit rein. Aber das ist jetzt so. Das können wir so lassen. Das fällt kaum auf. Wenn man es nicht weiß, sowieso nicht. Wieso ist denn hier so eine Linse jetzt? Ah, die ist da abgebrochen. Aha. So. Eine Seitenscheibe, die andere. Ja, Klarteile. Die sieht man immer so schlecht. Erst recht, wenn man sie einfach auf die Anleitung legt. So, Windschutzscheibe machen wir das allerselbe, weil das ja eben so gut geklappt hat. Auch hier wieder ringsherum schön andrücken. Erst recht da, wo diese Kante ist, dass da das Klebeband wirklich sauber aufliegt. So, dann machen wir uns wieder die Kante so ein bisschen schwarz, also dunkler, deutlich sichtbarer auf jeden Fall. Hier kommt jetzt auch irgendwann das für die, genau, die Sonnenblende vom Innenspiegel. Und dann schneiden wir uns das wieder aus. Hier mache ich jetzt natürlich nicht noch mal eine neue Klinge rein. Ich meine, die ist ja neu und frisch. Das ist halt jetzt leider so eine Sache, das könnt ihr wahrscheinlich nicht mal sehen, was ich hier mache, ne? Aber vielleicht reicht euch ja meine Erklärung. Problem ist halt auch, wenn man hier schneidet, hat man sofort eben auch einen Kratzer im Glas. Und solange dieser Kratzer genau auf der Kante von der Farbe später ist, ist das kein Problem. Wenn ich jetzt zu weit reinschneide und dann nachmaskiere, dann habe ich später diesen Kratzer eben ohne Farbe. Und den sieht man dann später. Deswegen ist jetzt der Ausschnitt nicht ganz so optimal geworden, weil ich zwei, dreimal nach innen abgerutscht bin, was mich jetzt ein bisschen ärgert.
Vielleicht kann ich das noch hier ein bisschen korrigieren. Ihr seht das hier. So sieht man es, glaube ich, ganz deutlich, ne? Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen nachschnitzen, dass das vielleicht ein bisschen gerade wird und die Kurve auch eine Kurve wird. Auch hier, da bin ich zu weit reinkomme. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier drüber maskiere, hat man diesen Cut später im Fenster drinne. Den würde man sehen. Ärgerlich. Aber da muss ich jetzt halt mit leben. Man könnte auch die Maskierung nach dem Bleistift abziehen. Das wäre vielleicht die bessere Idee gewesen. Und auf die Schneidmatte kleben und dann mit dem Skalpell ausschneiden. Dann hat man auf jeden Fall diese Gefahr nicht, dass man zu viel von der Maskierung wegschneidet. Und dass es eben nachher so einen blöden Rand gibt. Beziehungsweise hat man dann einen saubereren Rand. Also merke, Maskierung drauf, die Linie, wenn sie nicht erhaben genug ist, mit dem Bleistift markieren, dann abziehen auf die Schneidmatte, dann mit dem Skalpell ausschneiden. Ist hier, glaube ich, deutlich cleverer als das, was ich da jetzt gerade veranstaltet habe. Denn letztendlich können wir es nicht korrigieren. Wenn wir nach außen zu wenig abschneiden, ist das kein Thema. Das kriegt man korrigiert. Aber nach innen zu viel abgeschnitten, haben wir eben einen Kratzer auf der Scheibe. So, dann versuchen wir das jetzt mal mit dem Aufkleben. Problem ist halt, dass wir die Maskierung dann ziemlich genau setzen müssen. Jetzt seht ihr mal eine Zeit lang meinen Hinterkopf. Ich sehe die Linie hier gar nicht. Weil das Licht so blöd ist. So, jetzt haben wir natürlich alles richtig gemacht hier, was man so richtig machen kann. Und kacke aussehen tut's auch. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Außer ich, und ich sage euch, das hat ganz schön weh getan. Nee, Spaß beiseite. Passiert. Klappt manchmal eben nicht alles so, wie man das gerne hätte. Schön ist das dann immer, wenn man es noch irgendwie korrigieren kann. Kann man dies nicht, ist das Pech. Ja?
kommt in den besten Familien vor. Mache ich mir keinen Kopf. Ich bin auch nur ein Mensch. So. Ja, besser wie eben auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir irgendwo noch eine Scheibe da. Ich gebe zu, ein langwieriger Prozess. Mit Sicherheit auch. Boah, jetzt fällt mir eine Schere runter hier. Blöd anzuschauen, blöd zuzuschauen. Für mich auch ein bisschen blöd zu moderieren, wenn man das so sagen darf. Weil es halt wirklich unspektakulär ist. Ihr wenig seht. Aber es ist halt zum Bau dazugehört, ne? So, jetzt ist mein Kopf wieder im Weg. Deshalb glaube ich, so ein Ding hier ist zu viel Licht auch eher unpraktisch, weil das dann schnell blendet. So, ja, komm, der soll so gut sein. Den können wir da unten auch wieder wegmachen. Da haben wir jetzt ein Loch in der Anleitung. Nein! Scheiben sind maskiert. Die können wir natürlich so nicht lackieren. Deswegen müssen wir uns die nochmal von der anderen Seite maskieren. Damit wir da keinen Farbnebel drauf kriegen. So, und da auch wieder wichtig, dass wir uns die ganzen Falten rausdrücken, dass die ringsrum sauber anliegt. Und dann kann man die einfach an der Scheibe entlang vorsichtig wegschneiden.
Ich schneide die weg, damit die sich beim Lackieren nicht umlegt, so dass man quasi die Kanten der Scheibe gleich mit in Schwarz lackieren können. Deswegen lasse ich die nicht überlappen und schneide sie einfach außen ab. Ist von euch jemand von Anfang an dabei oder seid ihr, die ihr jetzt da seid, Neueinsteiger? Seht ihr jetzt den ersten Livestream von mir oder habt ihr schon andere Teile vom Shelby mitverfolgt? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr alle durcheinander sprecht, verstehe ich auch nichts. So, der dein. Ich merke schon, ihr wollt nicht mit mir reden, ne? Oder ihr seid schon eingeschlafen? Würde ja gern was singen. Aber wenn ich singe, dann ist das bestimmt urheberrechtlich geschützte Musik. Kriege ich Ärger. So, mal ein Schlückchen trinken. Hi Kevin. Schön, dass du da bist. Schön, dass du redest bzw. schreibst. So, wir haben fertig maskiert. Zumindest schon mal die Scheiben. Und die Scheiben werden später mit B bemalt. Und B bekommen auch die Fensterrahmen, die Schweller und hier vorne diese Einheit mit den Scheibenwischern. Deswegen machen wir uns da jetzt einfach als nächstes dran. Die eben auch zu maskieren. Dann nehmen wir uns hier ein Stück Maskierband. Das
ist ganz schön groß, ne? So, legen uns das hier schön. In die Kante rein. Zack, da haben wir schon den Schweller maskiert. So, Kanten alle nochmal sauber andrücken hier. Dass uns da nachher keine Farbe unterläuft. So. Andere Seite können wir das Fenster gleich mitmachen. Bisschen vorsichtig, nicht, ihr wollt ja nicht den Lack zerschneiden, sondern einfach nur das Maskierband. Zack, zack, zack. Den
schneiden wir hier noch ab. Und da haben wir die erste Seite schon maskiert. So, schön mit dem Zahnstocher ein bisschen reindrücken in die Kante. Servus alle Neuen, ich grüße euch. Heute ist leider ein bisschen unspektakulär. Wir maskieren. Gehört halt leider dazu. Und ist ein bisschen blöde anzuschauen. Und ja, es ist wie es ist. Man könnte es ja auch einfach mit dem Zahnstocher andrücken. Ne? Dann sieht man nämlich auch, wo die. Wo die Linie verläuft, beziehungsweise man spürt es dann. Kann natürlich auch sein, dass auf dieser Seite die Linie nicht ganz so tief ist wie auf der anderen Seite. Dass hier einfach vielleicht ein bisschen mehr Farbe drin ist. Macht halt Sinn, wenn man sich das genau anguckt, bevor man das Klebeband draufklebt, ne? So, zupft. Ist es einfach weg. Den Rest richten wir uns jetzt ein bisschen mit dem Zahnstocher, dass das alles so passt. So.
Ja. Und dann geht's schon an den Fensterrahmen. Schon, ne? So, einen Zahnstocher entlang. Dann wissen wir, wo wir da haben sind. Und vorsichtig mit dem Skalpell hinterher. Da haben wir das. Merkt ihr das eigentlich? Ich will ständig das von Hand abreißen. Ich will mir aber angewöhnen, das nicht mehr von Hand abzureißen. Weil ich, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich will es halt einfach nicht mehr von Hand abreißen. Ich will es lieber schneiden. Ich habe dann ein besseres Gefühl. So, die Scheibenwischlüftungseinlass-Dingenskirchen hast du nicht gesehen hier. Lassen wir frei. Andere Seite dasselbe. Auch da knüppeln wir den da wieder in die Fuge rein. Und schlagen den Rest nach innen. So, alle anderen Karosseriebereiche müssen wir natürlich auch irgendwie vor Farbnebel schützen. Weil wir wollen es uns ja nicht versauen. Stundenlange Arbeit mit der Lackierung. Das ist ja jetzt blöd. Also ruhig großzügig abkleben. Das bisschen Maskierband macht euch nicht ärmer, aber ihr ärgert euch eben, wenn es nachher die Farbe irgendwo da ist, wo sie nicht hingehört.
wo sie nicht hin soll. Da, wo sie keiner braucht. Ach, naja. Das Gierband kostet ja nichts, kann man ja mit rumasen. Da fehlt immer noch ein Stück. Ja, so ist das. Da klebt man stundenlang ab und nachher hat man doch irgendwo den Nebel drunter. So, vorne noch das Ding, was da im Motorraum sitzt, den kleben wir auch noch mit zu. Den sieht man wahrscheinlich nachher eh nicht mehr. Aber was soll's, weg damit. Da geht schon der Kompressor an. Der ist froh, wenn er jetzt endlich mal was zu tun kriegt. So, wir haben die Fenster, wir haben die Schwelle und wir haben das Scheibendingensgedöns. Dann können wir ja jetzt unsere Maskierung hier mal alles so ein bisschen, unseren Arbeitsplatz mal wieder herrichten. Und holen uns jetzt die Farbe B raus. B, schwarze Seidenmatt. Die habe ich sogar noch da. Wer hätte das gedacht? Semi-Gloss Black. Schütteln oder umrühren, was ist besser? Da scheiden sich die Geister, wa? Ich denke halt, beim Schütteln hat man schnell Luftbläschen in der Farbe. Aber macht das wirklich einen Unterschied? Merkt man das beim Sprühen? Ich meine, das ist ja dann trotzdem kein Schaum, ne? Ist die überhaupt schon dünn genug? Ist die schon dünn genug? Hauen wir uns erstmal einen kurzen hinter die Binde. Ich würde sagen, da geht noch was. Da können wir noch ein bisschen verdünnen. Ich mache das, wie ihr sicher wisst, nach keiner festen Regel. Einfach nach Gefühl. Augenmaß kann man nicht sagen. Abschätzen, probieren. Und Erfahrung, ja, klingt so ein bisschen, Erfahrung klingt so ein bisschen, als hätte ich schon 1000 Jahre Erfahrung. Ja, man findet irgendwann für sich so, dass das Geeignete und kommt mit seiner eigenen Verdünnungsmethode auch relativ zügig wieder zu einem ähnlichen Ergebnis. Wollen wir es mal so nennen. So, ich ziehe mal wieder einen Handschuh an. Jetzt werden einige wieder abschalten. Ich habe einfach keinen Bock auf diese Farbe an den Fingern. Das ist... ich bin keiner, der irgendwie penibel ist oder sich vor irgendwas... Also ich ekel mich schon vor irgendwas, aber es dauert lange, bis ich, also ich habe eine relativ hohe Ekelgrenze. Ich kann auch viel anfassen und so, aber diese Farbe, es ist nicht, dass ich mich ekel, aber es geht mir halt auf die Nerven, die Finger danach dann wieder sauber zu machen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich trage lieber Handschuhe. Ja? So, 4 Scheiben haben wir zu lackieren und eben die
Karosserie. Die können wir so halten, das ist kein Thema. Die können wir so auch drehen, das ist auch kein Thema. Die kleinen wird ein bisschen tricky, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ob wir da nicht irgendwie noch so ein Stück Putterfix irgendwie haben, dass wir uns die eben aufkleben. So. Und die andere kleben wir uns auf die Rückseite. Aufpassen, dass wir sie nicht zu tief eindrücken, sondern dass wir die Ränder noch frei haben. Und dann kann es schon losgehen. Feuer frei, würde ich sagen. Absauganlage machen wir mal an hier. Hier ist dann auch ein bisschen mit Gefühl zu arbeiten. Die Kante werdet ihr kaum sehen, ob die jetzt wirklich komplett geschwärzt ist oder nicht. Einfach mit ein bisschen Gefühl. Lieber ein bisschen trocknen lassen und dann nochmal nachlegen. Wenn die Maskierung mal runter ist, dann habt ihr ein Problem. Dann kriegt ihr die wohl kaum nochmal genau so drauf. Könnt die Scheibe dann auch mal gegens Licht halten und dann seht ihr auch, ob oder ob nicht, also ob ihr überall deckend seid oder ob ihr noch mal irgendwo nach müsst. Kommen wir schon zur zweiten Scheibe. Seht ihr überhaupt was? Ja, ihr seht was. So, Seitenscheiben. Und dann kommt schon die Karosserie. Thank you.
schwärze jetzt von innen den Fensterrahmen auch noch ein bisschen. Das ist einfach, wenn die Innenraumwanne später drin sitzt und die Oberkante nicht bündig abschließt, dass da eben kein Rot durchscheint. Genauso ist es wichtig hier bei dem Scheibenwischer-Gedöns, Lüftungsgitter, schieß mich tot, nicht nur von vorne zu arbeiten, sondern auch von hinten, sonst sind die ganzen Rückkanten, also die Hinterschneidungen, sind am Ende alle noch rot und vorne ist er schwarz. Ja? Also da ein bisschen von beiden Seiten arbeiten. So, das soll es dann auch schon gewesen sein. Gucken wir noch mal nach, dass uns auch nichts mehr auffällt, wo wir etwas vergessen haben könnten. So sollte das gut sein. Die lege ich jetzt verkehrt rum, weil sie ja eh abgeklebt ist und damit sie nicht auf den Schwellern steht. Restliche Farbe kippen wir wieder zurück. Dabei immer darauf achten, dass ihr auch das richtige Farbdöschen nehmt. Wäre sonst blöd, wenn ihr das Schwarz in Weiß reinkippt oder Semi-Gloss Black in Glanzschwarz oder so. Da wäre das vielleicht noch nicht ganz so tragisch, aber jetzt zum Beispiel das Glanzschwarz in Mattschwarz und dann habt ihr nachher ein Seidenmatt und alles ist durcheinander und nichts stimmt mehr. Das braucht natürlich keiner, deswegen immer ein bisschen aufpassen. Aber wem sage ich das, ne? Schusseligkeitsfehler sind, glaube ich, jedem schon passiert. Mein bester Schusseligkeitsfehler war, dass sich eine Felge in Luft aufgelöst hat. Also die hat sie nicht in Luft aufgelöst, aber die war halt einfach weg. Ich wollte sie entlacken und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich sie über Nacht in Nitroverdünnung eingelegt. Und mein Gesicht beim Auskippen der Nitroverdünnung auf der Suche nach der Felge muss echt Gold wert gewesen sein. Ich war echt der Hoffnung, dass die Felge da drinnen liegt und eben frei von Farbe ist. Frei von Farbe war sie. Sie war aber auch frei von jeglichem Körper. Also die hatte keinen Körper mehr. Die war einfach nicht mehr da. Die hat sich komplett aufgelöst. Das ist so mein Schusseligkeitsfehler Nummer 1, der mir passiert ist. Aber ich habe daraus gelernt. Ich lege jetzt keine Felgen mehr in Nitroverdünnung. Nur noch Spoiler, Außenspiegel. Nee, Spaß. Plastik und Nitroverdünnung, die mögen sich nicht. Also in Nitroverdünnung ist das Plastik egal, aber umgekehrt nicht. Dieses schwarze Kram hätte ich jetzt alles an meinen Fingern gehabt. Bin ich froh, dass ich einen Handschuh trage. Sollen wir schon demaskieren und uns das Ergebnis angucken? Sollen wir das machen? Ach. Ich bin ja ganz alleine. Führe ich Selbstgespräche. Gut. Ich mache trotzdem weiter.
Ich ziehe die Maskierung mal ab. Natürlich ein bisschen aufpassen, dass hier, dass wir nicht ins Schwarz greifen. Im Idealfall demaskieren wir in der gleichen Reihenfolge, wie wir maskiert haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Heute muss es ja so langweilig gewesen sein, dass alle geflüchtet sind oder der Stream hat abgebrochen. Vielleicht war die Qualität auch kacke. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt einfach weiter, weil ich mir auch denken kann, dass vielleicht irgendwas an meinem Handy nicht stimmt und der einfach weiter streamt, aber mir keine Zuschauer mehr anzeigt. Deswegen einfach weiter, immer weiter. Weiter, weiter, immer weiter. So, die Maskierung gleich schon weg hier. Auch noch hier vorne ein Stück. Und das ist nun unser Ergebnis. Das ist doch, ich möchte sagen, ziemlich in Ordnung. Ja, das können wir so lassen. Kommt zum weiteren Aushärten da oben ins Regal. Glasigteile lasse ich noch ein wenig trocknen. Das war's von hier. Das war's für heute. Beim nächsten Mal, vielleicht mit einem bisschen interessanteren Stream, geht es dann weiter hier im Text und am Shelby GT500. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Komme ein bisschen Banane vor, weil ich jetzt gerade anscheinend mit mir selber rede. Macht aber nichts. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.